KZ-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Schrotti 500. Natürlich, ein CL 500 zu fahren ist natürlich nicht billig, ist klar. Darum brauchen wir ein bisschen Sprit. Mr. Duit wartet auf mich und der will einmal mein CL sehen. Schau, was der auch dazu sagt. ML ist er ja umgefallen und gesagt, was willst du damit? Und jetzt bin ich mal gespannt, was er zu den CL sagt. So, ich warte, bis ich vollgetankt habe und danach fahren wir los. Wobei, dieser Kanister reicht bestimmt einmal nach Dortmund und wieder zurück, also sprich 30 Kilometer. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Sprit wir jetzt haben. Oh, doch ein bisschen mehr als erwartet. Gut, jetzt können wir... Also das reicht jetzt für 100 Kilometer. Ja. Ach du Heilige, jetzt noch Akku. Ja, warum gehen denn die Leuchten an hier? Akku leer, Mann. Was lernt man? Kauft euch kein CL und erst recht kein Schrotti. So, ich bin angekommen bei Channel und das Geile ist, da müsst ihr den Video von Channel anschauen, was noch alles passiert ist. Unglaublich. Also ich war gerade mal auf Autobahn, das Ding ist null nach vorne gegangen. Wir werden den auf jeden Fall einmal auslesen und mal schauen, was er hat. Aber dazu soll es nicht gehen, das machen wir auf Channels Kanal. Also wer Channel nicht abonniert hat, einmal abonnieren und das Video anschauen auf jeden Fall. Erstmal euer Mr. Duit, hallo. Hallo. Saß ja schon mal gerade drin. Ja, du hast gerade was drin. Genau. Also, was mir sehr gut gefällt, ist der Zustand zum Beispiel vom Innenraum. Die Sitze, ey, allein die Sitze, wenn ich das vergleiche mit der S-Klasse von meinem Vater. Hammer, ne? Also, die sind wirklich noch top in Schuss. Also, ja. Das sieht auch nicht so aus, als ob das mal, was weiß ich nicht, irgendwie geflickt wurde oder so. Shannon hat mir das geschenkt. Ach so, ja. Anlage. Schön, du darfst dich da einfach rein. Ja, muss ja. Die Stern, den nimmst du mit nach Hause. Den will ich jetzt in jedem Video sehen. Was definitiv. Die Mittelkonsole. Hammer, das finde ich zum Beispiel hier richtig geil. Bei meinem Vater ist das ja zweigeteilt. Hier ist das eine richtig schöne Holzoptik. Wie sieht richtig edel aus. Eins verstehen wir hier nicht. Was denn? Das ist ein Baujahr 99. Aber der hat den Facelift. Ja, aber da hat sich vielleicht mit mühevoller Arbeit jemand hier den Rahmen ausgeschnitten und das Radio eingebaut. Aber auch die Knöpfe? Das ist die gute Frage. Ja. Aber der Hammer ist ja mit deinem Tacho. Also ihr müsst das Video von Mr. Duit auf jeden Fall sehen. Also das ist eigentlich ein No-Go. Gut, dann machen wir das auf meinem Kanal. Also, ja. Innenraum, wie gesagt, der hat ja Massagesitze und so, das hast du ja gesagt. Genau. Habe ich auch gerade getestet. Wahnsinn, was hier drin ist für damalige Zeit. Ja. Aber Türfangband ist hier auch nicht mehr ganz... Boah. Ey, es ist softlos, immer noch. Ja, aber das... Ja, hallo, 99. Oder die Tür, warte mal. Nö. Aber bald. Gott im Himmel. Okay, Softclose und so, richtig. Also, kann ich ja nochmal zeigen. Allein das ist so viel Luxus. Mir ist ja aufgefallen, dass ja eine Leiste hier fehlt, alles. Also da war wirklich, also ich muss, wenn ich jetzt nur solche punktuellen Dinge betrachte, finde ich die Folie gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, die Sachen, aber jetzt komm mal hier hin. Komm mal hier hin, was sagst du dazu? Mache ich mir natürlich jetzt wegen Rost, ne? Was sagst du denn hierzu? Oder da oben? Amateur. Ich meine, du folierst ja selber. Ja, also das, sowas geht gar nicht. Was man oft macht, und bei Mercedes ist das leider Gottes Must-Have teilweise. Hier hast du hier glücklicherweise, bei der S-Klasse ist es nicht so. Hier hast du hier einen Schnitt. Du genau. Kannst also dieses Segment richtig schön bis zur Tür machen. Genau. Und dann hast du hier, guck mal, hier ist zum Beispiel, hätte ich wieder ganz foliert. Es gibt ja Autos, die haben hier eine Rille drin. Genau. Und dann kannst du wieder trennen. Ja. Also hier einen Schnitt zu machen, fail. Ja, ist auch. Absolut fail. Auf jeden Fall. Weil du kannst über so eine große Fläche, dann kommst du nachher nicht mehr hin. Also, und es gibt ja Folierer, die können Stoß auf Stoß, Alter, dann siehst du gar nichts mehr. Ja. Aber hier waren richtige Amateure dran. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal. Oha. Guck mal das an, Schön. Guck mir bitte das an. Ja, da hat einer die Technik. Ja, da haben wir zu viel, dann weiß ich nicht, lassen wir so. Na, das ist natürlich. Also ich bitte dich, wer foliert so? Nein, eigentlich keiner. Weißt eigentlich du, wer schneidet das hier nicht ab? Aber Digga, wenn ich mir so das Bild so ansehe, ne, und sehe hier wieder eine Gasanlage drin, da kriege ich Schiss. Ja, und die Gasanlage, die läuft auch nicht richtig. Aber also, was ich hier bei diesem Mercedes auch noch sagen muss, ne, die Form der Scheibe. Sehr schön. Sehr schön. Also wirklich, das ist runde Abschließen hier. Ne? Weil ich muss mir ja vorstellen, guck mal, wie der so nach oben geht. Wieso ist hier ein Farbunterschied? Wie geht das? Ich glaube, der stand einfach zu lange irgendwie. Nee, aber Donny, das ist ja wie abgeklebt, Digga. Ja, das kann auch sein. Es kann sein. Weiß ich auch nicht. Wieso ist das so ein Farbunterschied? Weiß ich auch nicht, Henne. Jetzt muss ich aber natürlich mal deine Heckklappe... Die musst du mit dem Schlüssel aufmachen. Okay. Funktioniert nicht. Also der links, der Taster gedrückt halten. Ja. Gut.
Gut, dass die so gute Federn haben. Aber guck mal hier. Bei dem Mercedes kein Rost. Ne? Nee, das ist ja auch Aluminium. Das ist sogar Plastik. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Du hast das komplette Misch. Aber warum hängt denn hier? Keiner. Oder da wollte jemand an den Subwoofer dran. Ja, da wollte jemand an den Subwoofer dran. Keine Ahnung. Da ist ja ein Subwoofer drin. Und wollte den abbauen oder was? Irgendwas wollte er machen. Hier war er bestimmt dran, weil er kaputt war oder so. 100%. Ja, oder einfach mal viele elektronische Probleme hatte das Auto. Weil hier gibt's ja, hier das hier, das ist ja Krankheit bei denen. Hier, genau. Ja. Zeige ich dir mehr. Was denn? Hier kriegt er meistens keine Masse. Ach komm, hat er sogar auch. Siehst du diesen Massepunkt? Der ist ziemlich durchgerostet, ja. Und dann hat er auch mal elektrische Probleme. Ja, aber dann hast du ja komplett hinten alles... Hat er ja, funktioniert ja nicht richtig. Mit nur Knopf, der Deckel nicht. Der Knopf funktioniert nicht, hier gibt es auch Probleme. Also wenn ich sehe, wie so ein Affe das hier hängt... Ja, guck mal hier. Was für, wie stramm das ist. Ja gut, da ist aber eine Rolle drin. Na, trotzdem. Aber ist das, zu stramm. Das ist nicht original. Das ist nicht original. Über 100 Pro einer dran. Ja, ja. Hier fehlt ja auch das Zeichen. Die haben das bestimmt abgemacht und sind nicht weiter. Hier fehlt auch die Schraube. Hier auch. Ich habe da nichts abgemacht. Digga, das ist ja eine Traumkarosserie hier jetzt. Schau mal, guck mal hier. Das ist doch geil. Das ist doch, das ist die Krönung. Was ist das denn? Wie geht denn das? Also das waren ultra die Amateure. Erstens. Ja. Und zweitens, ich glaube, der Airbag ist aufgegangen. Homo Sapien? Mach doch nicht da unten. Wer geht denn an das Leder dran, Digga? Ja. Keine Ahnung. Da gucke also ich mir mal noch das an. Ist, auch, dass diese Leiste abnehmbar ist. Ey, guck doch mal, die haben die Leiste so geklebt, dass sie den nicht wieder draufgekriegt haben. Hier ist der sowieso abgefallen. Aber ich... Also die hatten entweder gar keinen Bock oder hatten Zeitdruck und wollten einfach nur mal fertig machen. Ja. Weil, warum ist die Haube so? Ja, das ist ja doch das Geile. Einfach mal hier. Guck mal. Ach scheiße, dein links Diagnosegerät ist da. Ey, guck mal, einfach mal hier lackiert. Hier lackiert, kein Bock auf Folie mehr. Ja, aber ich war, guck mal. Wie der schockiert ist. Ich verstehe, guck mal, ich steig bei meinem Vater in den Benz ein, Lenkrad, hier Leder ab und so. Hier gucke ich, Alter, Leder, super geil. Aber von außen, die absolute Katastrophe. Ich glaube, guck mal, vorne hat er einen Unfall gehabt und dann ist die Folie dabei rausgerissen. Also ist meine Vermutung. Die Folie wurde raus. Dann haben die mit abgerissen. Dann haben die alles abgerissen und da haben die gesagt, weißt du was, Farbe drauf. Ja. Weil guck doch mal hier, wer macht sowas? Digga, das ist asozial pur. Das ist geklebt. Digga, das ist auch da drin, wo wir hier gesehen hatten. Das können wir ja mal kurz zeigen, vielleicht, Yunus. Auch da drin. Guck mal, ja, okay, das können wir auch. Dieser noch. Beschissene Haken ist weg. Digga, ja. Wie geht das? Wie kann man diesen Haken abbrechen da? Ja, das bricht man gerne ab. Aber ich hatte sogar die scheiß Dänenkopf. Ja. Das Geile ist, ich war auf Autobahn, ganz komische Geräusche gemacht, nur weil ich den Scheibenwischer betätigt habe. Ja, das hier. Ja, ja, das ist auch, ne? Ey, alles geklebt. Also die Leute, die da dran waren, hatten null Lust, mal einmal zu gucken, ob da ein Haken ist, den man reindrückt. Ha. Einfach abgerissen. Einfach abgerissen. Einfach abgerissen. Ja, ja, das ist, das merkst du, das ist einfach abgerissen. Ja. Einfach warm rausgezogen. Die habe ich doch zum Folieren, hatte ich die doch bei meinem Vater abgemacht. Ja, schön, ja. Mit dem Schraubenzieher, zip, 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 zip und super, ja, wieder dran. Das aber ist, das hier? Das hat nichts mehr mit Leih oder so zu tun, das ist einfach nur fahrlässig. Oh, der Haken, der wird ja irgendwann abgehen, boom. So, guck mal, Scheibenwischer habe ich betätigt und da hatte ich Geräusche und dann achtet mal, was passiert ist. Was heißt passiert? Das ist schon seit langem. Also das ist wirklich, ich sag das auch nochmal jetzt hier im Video, der Elektromotor von den Scheibenwischern, ich schwör's euch, die haben so eine Power, wenn ihr da mit dem, während der Scheibenwischer betätigt wird, mit den Händen reinkommt, der bricht euch die Finger. Guck mal, das ist Hartplastik, Digga, und der hat den hier durchgebrochen. Ey, nicht das, guck mal, wie lange er das gemacht haben muss, ja, damit du sowas kriegst. Guck mal, richtig eingebrochen. Ach, und die haben schon geflickt. Ach, die haben schon geflickt hier. Mit Bauschaum, Alter. Ja, was für Ultra-Amateure sind das, ja? Das Auto gefällt mir mehr und mehr. Aber guck mal, wenn das optisch so in dem Zustand ist, ne? Tacho manipuliert. Ja. Das werdet ihr auf meinem Kanal sehen, ja, weil du drauf bestanden hast. Also wenn ihr mal seht, was im Tacho alles fehlt. Ich und Shannon sind sprachlos, ehrlich. M113 Shannon, das sind die besten Motoren. Einer der, aber besten, Digga, Motoren. So was hier. Das ist, weißt du, was das ist? Wobei, Elektronik deine Wasserpumpe gesucht. Die höre ich auch schon aus 3 Kilometern. Ja, die Wasserpumpe ist kaputt. Also vorne ist alles, also die ganzen Rollen. Aber das hier und so, das geht einfach nicht. Achtet mal hier.
Ja. Du kriegst das nicht drauf, Schano. Digga, das ist, guck mal. Du kriegst das hier nicht drauf. Vor allen Dingen, du musst bedenken, das sind die Hauptsteuergeräte und hier ist ja auch noch der ganze Kladderadatsch stimmt von der Gasanlage. Ja. Die haben das so beschissen verlegt, ja, dass man nur sogar diese wichtige Kappe, wo ja auch eine Dichtung drin ist, die gar nicht mehr drin ist. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja, wenn hier Wasser reinkommt, Schano, ja, wenn hier einmal Wasser reinkommt, die ganzen Steuergeräte sind bei dem hier, Schano. Die ganzen Steuergeräte sind hier, drunter. Ja, genau. Guck mal. Genau. Ich glaube zwei, ne? Nicht zwei, hier sind Tausende. Der hat 35 Steuergeräte verbaut. Ja, 35, wenn man verdammt. Und jetzt musst du dir vorstellen, die sind alle hier. Guck mal, hier sehe ich schon wieder irgendeine Sicherung, die sogar durch ist. Echt jetzt? Die ist durch. Guck mal, sehe ich doch. Aber von was ist die? Die ist nichts dran. Aber die haben den Spiegel versucht auseinanderzunehmen, guck mal. Ja. Haben die geklebt hier. Abgerissen. Einfach nur abgerissen. Hast du für mich eine Sicherung da? Ja, dann komm mal mit. Hier, 2 Ampere. Machen wir mal 2 Ampere rein. Also, Hauptsache die Massage zu gehen. Das Auto hatte einen Vorbesitzer, der den sehr gepflegt und gehegt hat. Dann kamen vielleicht Klischee, aber vielleicht jüngere Leute und haben den richtig von außen. Aber sorry, richtig, dass ich das sage, aber der wurde abgeschleppt. Nie gut. Nie gut. Und wollen die Kappe verloren? Wie kann man so behindert sein, die Kappe verlieren? Aber wobei, ich glaube, bei dem Unfall ist die Kappe bestimmt verloren. Nein, schau noch, guck mal, warte, ich muss dir auch noch was zeigen. Einfach überall die Kappen so, die Löcher so. Hier sind hier Kappen. Ja. Guck mal, es geht jetzt darum, natürlich denkt jetzt der eine, ey, wie kann er so ein Auto kaufen? Ist der bescheuert oder so? Genau das wollten wir ja auch. Desto schlimmer, desto besser. Bloß der hat kein Airbag mehr drin, glaub mir. Die haben das von hier bis da hinten aufgerissen. Das macht man noch nicht, wenn man Langeweile hat. Guck mal. Das ist bis da hinten aufgerissen. Und was ist da drunter? Airbag. Airbag. Stimmt eigentlich, von dem Unfall her, Airbags geplatzt. Und die haben das Leder oben aufgestellt, aber so amateurhaft, Digga. Sag mal dein Fazit. Also ich muss echt zugeben, viele auf meinem Kanal haben zum Beispiel zu der S-Klasse gesagt, Schrott, ja, hau den doch im Müll. Ihr wisst, meine Grenze zu, also diesen Schritt zu gehen, zu sagen, es ist Müll, ja, der ist bei mir wirklich ganz oben. Ja. Aber hier, bei diesem Fahrzeug, das ist schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja. Also hier musst du wirklich, also das wird der, wir müssen das Steuergerät auslesen. Das werden wir machen, das sieht ihr aber auf Shannons Kanal. Aber ich muss ja eins noch sagen, ihr wisst ja nicht, was ich im Endeffekt damit vorhabe. Shannon weiß das, ja, aber im Endeffekt wisst ihr das noch nicht. Was wir vorhaben, ja, ist das eigentlich optimal. Wenn der Motor von deiner Substanz gut ist, hast du auf jeden Fall eine geile Base. Auf jeden Fall Channel einmal abonnieren hier. Support ist kein Mord, Leute. Genau, er muss seine 100.000 hier voll kriegen. Komm, ich gebe dir eine Dose. Du verlost die auf deinem Kanal. Komm, eine schöne Interflon. Ja, dann sag mal, was sollen die dafür machen? Sollen die Leute bei dir im Interflon, Hashtag Interflon. Und dann sollen Hashtag die natürlich. Interflon und dann kriegt ihr. Dann sollen die aber einmal dich abonnieren und einmal Interflon abonnieren. So, ich schenke dir 2 Dosen. 2 Dosen, also 2 Gewinner. Machst du per Zufallsgenerator, hast du ja bestimmt mal gesehen bei mir. Ja, habe ich gesehen. Weil deine Zuschauer sind ja teilweise auch meine Zuschauer. Ja. Und dann machen wir eine Gewinnspielrunde. Okay. Ich wünsche euch allen viel Glück, viel Spaß damit. Ihr wisst, das Zeug ist sehr gut, um Glühkerzen unter anderem zu entfernen. Ja, viel Spaß dabei. Auf jeden Fall. Hashtag Interflon in die Videobeschreibung und dann kann man besser beim Auswahl. Shannon einmal auf Ehrenbasis abonnieren hier. Danke. So, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Schutz hier. Bis dahin.